Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Video zu Super Mario Bros. Wonder zusammen mit dem Sunny. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Wonder zusammen mit dem Sunny. Hallo. Beim letzten Mal haben wir uns das momentan schwierigste Level angetan und er hat jetzt Easy das nächste gestartet mit Rolls durch die Lüfte. Schwierigkeit 3, um Gottes Willen. Ich bin immer noch ein Elefant. Ey! Nimm einfach meinen Elefanten weg. Im Übrigen eben kurz, für Sachen, die ich offscreen hole. Die Münzen, die holen mir offscreen nach, falls wir die mal irgendwo in dem Level vergessen. Aber was die Flaggen angeht, ich will da eben kurz sagen, Flaggen, wenn wir die nicht schaffen, die hole ich offscreen nach. Weil ich jetzt nicht unbedingt finde, dass wir die unbedingt nochmal onscreen holen müssen. Oh, Wölkchen. Tschüss, Wölkchen. Das wollte ich nur eben kurz gesagt haben. Aua! Hallo! Da kommt wieder so einer! Okay, ich glaube, der muss hier links hin. Nein! Hätte ich einfach durchlassen wollen. Dann einfach so. Gibt ja noch Methode B. Den müssen wir hier runterkriegen. Wurde zerquetscht von dem. Wir brauchen den perfekten Moment. Haben sie? Jo. Das macht actually Spaß, das Level. Das ist nicht mal andersweise so streng wie das Stampede-Level. Okay, ich probiere das. Haben sie. Ich bleib hier, kann es einfach zu mir fliegen. Mein Fetzer geht da weg. Warte mal. Du siehst, was ich versuche. Ja. Okay, wäre nicht mal wichtig gewesen. Wir bräuchten wahrscheinlich das andere Abzeichen für. Ja, aber guck mal, es wäre nicht mal wichtig. Jedenfalls es wäre nicht mal wichtig gewesen. Falls du das siehst. Ja. Böse! Oder wir nehmen den! Ich hol dich. Boing. Hab ihn reingeprügelt. Oh, Secret Exit. Okay, ich verstehe das wie. Wir müssen beide dazu kriegen, dass sie da feststecken. Okay, haben sie. Bisher mache ich die falsche Mütze am meisten. Ja, die ist auch toll. Ja genau, die wollte ich erst wegprügeln. Ist das eine 1-Up-Farmstelle gewesen gerade? Möglich. Aber ich glaube, dafür muss das, glaube ich, ein bisschen enger sein. Warte mal. Ich kann wieder runterkommen. Ich muss eh wieder runterkommen. Wir brauchen den offenbar. Du musst hinter ihn kommen. Ja, ungefähr so.
Nein! Ich glaube, wir müssten eh nochmal da oben links hin. Also wäre gut, wenn wir den Klimmsprung holen statt dem anderen. Ja. Und dann nochmal hier rein. Der Klimmsprung ist hier echt besser. Da kommt man. Den Wundersamen nicht gefunden. Der wäre wahrscheinlich da oben gewesen. Gut möglich. Ist das wieder so eine Abzeichenstelle? Warte. Drück mal B. Genau. Abzeichentest Profi. Jetantrieb? Geil. Kriegen wir einen Jetantrieb? Was bedeutet Jetantrieb? Du kannst rennen immer mit großer Geschwindigkeit. Rennst du über eine Klippe, kannst du für einen kurzen Moment sogar in der Luft springen. Okay. Wow! Yay! Wow! Okay, man kann einmal in der Luft springen. Was ist das denn für ein cooles Ding? Okay, das Level mag meinen Parsec absolut nicht. Ich habe arsch viele Lags gerade. Okay, ich konnte nicht springen. Ja, du schaffst es. Nope. Ja. Haben wir den Jetantrieb jetzt? Ich weiß es nicht. Ich schätze mal. Könnte bei der ein oder anderen Rennquest eventuell wichtig sein, falls wir nochmal welche haben. Das ist halt so ein Ding, das ist absolut ein absolut geiles Abzeichen für Speedruns. Schätze ich mal. Ja, da können wir gleich hin. Toll gemacht, wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Ja! Geil! Soll ich es anlegen? Nee, wir brauchen ja den Klimmsprung jetzt. Aber geil! Ja. Warte! Wir müssen Abzeichen wechseln. Hm? Können wir doch gleich noch! Ja, ich hab dich abgeschoben! Ich hab dich abgeschoben! Das nicht Mobbing. Warte! Was ich vermutet hätte, unter ihm. Unter ihm hätte er auch sein können. Die Party fängt gerade erst an. Okay, dann ist doch hier richtig. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Was zur Hölle? Ach, wir sollen auf den drauf springen. Ah. Wow. Okay, das ist cool. Lol. Wir spielen Flappy Birds. Ja, schon irgendwie. Hui! Ja, das denken wir uns auch. Schwerelosigkeit ist klasse. Ja. Miau. Alter, wie gierig kann man sein, ne? Ja, ja. Nein, bitte schieb mich nicht ab! Ja, ja, genau so ist es mir auch passiert. Ohne Konzentration. Boing. Nein. Tschüssi. Wie gierig kann man sein, ne? Ja. Hui! Oh, warte, Münzen! Geld! Wo kommen wir raus? Bin ich auch ein bisschen. Ah, hier! Ja, das habe ich schon fast gedacht.
Warte. Das müssen wir machen wir am besten mit Anspucken. Los geht's! Nein! Ah. Ja, wie gesagt, sonst hole ich die Flaggen einfach offscreen. Die Flaggen sind jetzt nicht so weiter wichtig, dass man sie unbedingt onscreen 100% hat. Jo. So, nächstes Level. Das Unbekannte, erkunden. Da bin ich auch immer dafür. Ab nach oben! Hoppa! Oh? 6? Sind das Geister wundersam oder was darf ich da verstehen? Spezialwelt! Spezialwelt! Stimmt jetzt nicht, Schwierigkeiten 5000. Enorm, unglaublich, dieser Ort ist wirklich fantastisch. Hm, wo sind wir eigentlich? Ich finde, dieses Gebiet ist etwas ganz Besonderes. Es ist geradezu ein Spezialgebiet. Königshagen gibt es hier wohl keine, doch wir sollten uns trotzdem einmal umsehen. Ja, wir können hier bestimmt richtig geile Abzeichen bekommen. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Hügelorg, du Scheiße! Ey, guck mal, Schwierigkeitsgrad 1, das schaffen wir! Schwierigkeit 1 am Arsch! Wann ist der Schwierigkeitsgrad zu extrem gestiegen? Oh, meiner! Das wäre ein deiner gewesen. Kannst du da noch gegenspringen? Oh, guck mal, hier ist das auch so geisterartig. Ja, echt doof an der Stelle, ne? Ja. Oh, um Gottes Willen, ich weiß schon, was wir tun müssen. Den bouncen wahrscheinlich, ne? Und ich habe ihn aus Versehen gedreht. Nein, nicht abschieben! Ich wurde abgeschoben. Ich überlege gerade, ob wir hier vielleicht das Jet-Ding nehmen können, dass wir ein bisschen auf Bin der Luft ich auch überlegen. Können. Bin ich auch am Überlegen. Den Jetantrieb. Du rennst immer mit großer Geschwindigkeit. Rennst du über eine Klippe, kannst du für einen kurzen Moment sogar in der Luft springen. Ich lass lieber den Jetantrieb nehmen, damit wir zumindest ein bisschen in der Luft schweben können. Warte, das ist deiner! Oh! Fuck. Boah, die spinnt das denn? Mann, ich tun! Du wurdest abgeschoben. Okay, doch, wieder die falsche Mütze. Wir sind zu schnell sonst. Okay, der Block hier direkt über uns gehört dir. Das will ihn. Nein. Kacke. Auch noch mit diesen fallenden Blöcken. Nein! Sorry, ich kann leider nicht auf dein Leben achten. Nein! Ich werde mich opfern. Bleib da. Man hätte auf ihm draufbleiben müssen. Lass erstmal die Münzen und den Traumsand abgehen, den wir jetzt schon haben. Danach können wir es ja nochmal versuchen. Abse. Aber so schwer fand ich das jetzt nicht. Ich fand die Rollstampede wesentlich schwerer. Aber sind das jetzt auch wundersam? Sehen halt nicht so aus. Ja. Und ja, guck mal, hier sind andere. Spezielle. Warte, erst mal den Shop gucken. Vielleicht hat er ja was Neues für uns im Angebot. Aufsteller. Ein großer Auswahl an Aufstellern. Zufallsaufsteller. Ah!
Ah, okay. Sogar für Bobsy. Hatte die Hoffnung, dass der eventuell ein Abzeichen für uns hat. Wir müssen an die eine Münze irgendwie rankommen. Ja. Du darfst, man darf das Ding nicht sofort einsammeln an der Stelle. Warum ist da jetzt noch trotzdem ein jemand gedroppt? Oh, Scheiße. Einfach aufs Überleben konzentrieren. Einfach aufs Nein! Überleben konzentrieren. Oh, Scheiße, ich habe ihn schon wieder umgedreht. Ah! Shining! Komm zurück! Ich bin dein größter Fan! Warte, 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 nein! Oh Gott, ich wollte doch hinterher, dass wir zumindest leben. Nein! Na, vielen Dank auch. No, 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 no. Ouch. Du darfst nicht unten sein bei ihm, dann bist du schon tot. Egal, ob du Ja, ich weiß. Sachen hast. Weißt du, die Musik ist so fröhlich hier, aber das Level ist so schrecklich. Bleib am Leben! Oh, nein! Oh. Warum? Oh, ich lebe noch. Warum? Ich kann halt nicht umdrehen für dich. Ja, alles gut. Ich drück gerade nichts. Es funktioniert sogar nicht. Ich auch nicht. Wieso bist du gedreht? Weil du oben rechts drauf gesprungen bist. Oh, ist das unangenehm. Oh nein, ich bin tot. Hängt an dir, Bruder. Das war's. Oh, nee. Leute, wir haben das Level jetzt ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten versucht und dabei echt viele Leben verloren. Also diese 50er Münze, die hole ich offscreen. Willkommen in der Spezialwelt. Hier gibt es keine Königsdame, aber du kannst deine Fertigkeiten hervorragend auf die Probe stellen. Bist du bereit, dich der Herausforderung dieser schwierigen Level zu stellen? Ich glaube, das sollten wir uns einfach. Ich glaube, wir sollten uns das einfach fürs Ende aufheben. Ja, ich glaube wirklich, wir sollten uns das einfach fürs Ende aufheben. Und wieder zurückgehen in unsere schöne heile Welt. Ja. Da war es noch nett. Da war die Welt nicht so fies so. Wir müssen hier noch die zweite Münze auf jeden Fall holen. Stimmt. Da ist sie. Oh. Die gehen eh in den Tod. Ich wüsste wie. Nope. Renn du mal oben mit. Vielleicht bin ich ja dick genug, dass ich drüber rennen kann einfach. Ja, okay, bist du. Gut. Okay, damit haben wir hier die zweite Münze. Mehr wollten wir ja nicht. Oh, haben Bowser Jr. jetzt gerade nochmal fertig gemacht. Was diese Spezialwelt übrigens angeht, ich könnte mir vorstellen, dass sich da mehr freischaltet, umso mehr Königssamen wir gesammelt haben. Weil da war ja jetzt nur ein Weg. Mhm. Wir sollten da wirklich nochmal hin, wenn wir alle Königssamen haben. Ja, machen wir. Auf zu den Blüteninseln. Juhu. Ja. Aus des heiligen Fisches. Fleißigen, fleißigen Fischers. Oh, was gibt da uns Schönes?
Seit dieser gemeine Kerl hier ist, beißen die Fische nicht mehr. Was soll ich denn jetzt noch angeln? Oh, das klingt nicht gut. Wir müssen helfen. Keine Sorge, wir sind auf einer Reise, um Bowser aufzuhalten. Ist er fort, kommen auch die Fische wieder. Wirklich? Ihr denkt, das klappt? Oh, wenn ich nur daran denke, stehe ich schon in voller Blüte. Bitte, ich möchte auch helfen. Nehmt diesen Wundersamen. Den habe ich vor langer Zeit an Land gezogen. Sind nicht einfach hübsch? Ich finde es toll, wie die Wundersamen jeder Welt eine andere Farbe haben. Ach, deswegen waren sie da oben weiß. Ja. Okay, das erklärt's. Mhm. Warte, haben wir jetzt auch nur einen Wundersamen, oder haben wir... Ja, ja, scheinbar. Okay. Die Wundersamen gelten auch immer nur für die, anscheinend immer nur für ein, im Territorium der Sandhechte? Ja, ich laufe gerade nur die Wände ab. Achso. Was ist das hier? Delfinkick. Ein Abzeichentest! Ein Delfinkick erstmal und dann das Ding da links noch. Ja. Den werden wir bestimmt auch bei jedem Wasserlevel brauchen. Wahrscheinlich. Drücke unter Wasser R und schüttle den Controller, um einen kurzen Geschwindigkeitsschub zu halten. Das Schütteln bezieht sich nur auf Joy-Cons. Oh. Kann man auch gegen die Wand dashen? Ja, man kann durchdashen. Toll. Ich kann nicht, weil du mir mein... weil du mir meinen Piss geklaut hast. Münzen sind davon geschwommen. Wo sind die Münzen hin? Hoffentlich können wir die noch sammeln. Nicht, dass man die auf Speed sammeln muss. Ich mag Unterwasserlevel. Ja. Ich glaube, die müsste man echt auf Speed sammeln. Da, wir haben sie eingeholt. Komm, wir kriegen die. Keine Müdigkeit vorschützen. Vortäuschen, aber ja. Ja, man muss die echt mehr auf Geschwindigkeit holen. Ja. Warte mal, wir können ja danach direkt nochmal neu. Guck mal, auch die sind andersfarbig hier. Hab sie. Jo. Dann versuchen wir einfach mal Speed zu geben und die Dinger einzusammeln. Den können wir auch direkt ausrüsten, den Delfinkick. Den werden wir hier in der Welt wahrscheinlich durchgehend brauchen. Wahrscheinlich, ja. Also den Klimmsprung beispielsweise kann ich mir nicht vorstellen, dass wir den hier irgendwo brauchen. Nee, bezweifle ich auch. Toll gemacht, haben wir sogar das Abzeichen jetzt gerade. Ja, ja, kennen wir. Kannst du, glaube ich. Ja, bitte. Ja, bitte. Wir werden das hier durchgehend brauchen. Okay, da ist schon mal die erste. Hier unten lang. Ich hab die sogar überholt. Ausgetrickst. Da, ich sehe sie, letzte. Das ist die letzte. Schnell, 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 schnell. Wir kriegen die. Nein. Oh, da müssen wir wirklich hart schnell sein. Okay, das ist eine, die hole ich auch offscreen. Es ist possible? Es ist auf jeden Fall possible. Es ist halt nur... Ja, boah, ich kenne uns, wir würden noch mal mindestens 20 Versuche brauchen. Also, da musst du den Kurs ja in- und auswendig kennen. Ja. Auch die Münze bei den Roll-Roffel-Level da, in der Spezialwelt, da hole ich die Münze auscreen, weil das tue ich euch nicht an, die 100 Versuche. Ja. Gut, dann noch das Level zum Abschluss und dann... Ja. War's das. Hi. Was? Was war das für ein Fisch?
Vermutlich ein Sandhecht. Kann man auf dich drauf springen? Ich bezweifle es. Doch, wenn er gerade ja, wenn er gerade nach unten ist. Der muss auf dem Weg nach unten sein, dann kann man auf ihn drauf. Ich liebe das mit der Mütze. Kannst ich will mal was probieren. Nee, man kann sie nicht wegschubsen. Okay, der muss da das aufmachen. Ich gehe mich opfern. Hey. Immer warten, bis er auf dem Weg nach unten ist. Und dann kann man ihn mit dem Dash weghauen, offenbar. Das zählt offenbar wie ein Sprung, das mit dem Dashen. Mach das. Erstmal die Umgebung prüfen. Okay, zwei haben wir schon. Jo, sehr schön. Das scheint kein allzu großes Level zu sein. Ja, groß sind sie im Allgemeinen nicht, aber in der einen oder anderen Stelle schwieriger. Da war, glaube ich, noch ein zweiter. Oder? Nee. Ihr schwimmen und singen. Okay. Endlich habe ich auch was. Warum bist du da reingeschaut? Okay. Ich wusste jetzt nicht, ob das jetzt, was das genau war. Aber warte, damit kommen wir da durch. Ja, so offensichtlich, dass da dann auch das extra Ding ist. Mhm. Okay, das sollte nicht allzu schwer sein. Atze! Sehr schön. Glaube ich das erste Mal, dass wir alle blauen Münzen mitgenommen haben. Da sprintet er einfach durch und bringt mich um. Okay, jetzt beginnt der richtige Spaß. Was zur Hölle? Ich glaube, wir müssen ihm hinterher. Ja. Okay, wieder 5 von diesen Münzen. Warte, der macht das doch 100 pro auf. Dachte ich mir. Wir müssen ihn dazu bringen, das aufzumachen, entweder. Oder er holt sich das nach und nach. Eins von beiden. Sehen Sie jetzt. Ja, wir müssen ihn zwingen, das aufzumachen. Achtung! Ich würde mal sagen, lassen ihn an der Stelle hier ungefähr hoch. Achtung, er kommt! Du willst eventuell weg. Weiß. Aber ich habe den Delfin-Sprint, deswegen ist das relativ egal, wie schnell der ist. Ich komme ihm eigentlich relativ gut davon. Okay, hab ihn. Sehr schön, sehr schön. Ja. Das war wild. Das war wirklich wild. Auch eine interessante Mechanik, einen Fischer zu nutzen, die Wände zu vernichten. Ja. Warte, ich weiß wie. Ja, so. Genau so. Ach ja, stimmt. Man kann ja auch auf den Palmen stehen. Kommst du? Wir brauchen noch das eine Ding, ne? Sonst kommen wir an die an das Teil nicht dran. Kannst ein bisschen näher kommen für Kamera. Abse. Egal. Muss ja nur einer von uns kriegen. Ja, genau. Und wie gesagt, zur Not, die Flaggen kann ich auch aufs Gehen holen. Das ist jetzt nicht die Welt.
Auch bei Münzen, wo wir wissen, wo sie sind und das auch schon onscreen gesehen haben. Wenn wir die onscreen nicht schaffen, dann hole ich die offscreen. Jo. Na gut, Leute. Das Pflanzenlevel da, das gibt's aber erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Bei uns wieder dreiviertel Stunde allein durch den einen Versuch, diese Münze zu holen. Mhm. Hat ja lang genug gedauert. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.